Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Crusader 2, hier bei der fünften Mission, die Eisenhügel. Und ich habe die schon einmal probiert und die ist ganz schön hart. Wir haben hier jede Menge Eisenvorräte, aber die werden von der Sultanine, die hier gegen uns steht, und die Ratte, die werden hier ganz schön angefochten, sodass ich nicht wirklich gut an Eisen komme. Aber wir versuchen es trotzdem. Das ist nämlich im Prinzip wirklich die einzige Chance, wie wir hier durchkommen können durch diese Mission. Es war echt ultra hart bisher. Ich habe die letzte Mission, ja, ich konnte mich ein bisschen halten, aber irgendwann wurde ich einfach überrannt, als ich sie gespielt habe. So, gucken wir mal. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Erstmal brauchen wir auf jeden Fall Holz, Holz, Holz. Und ja, wir kaufen uns noch ein bisschen extra Holz, diesmal nicht zu übertrieben, weil wir echt wenig Gold nur haben. Um eine Hütte zu bauen und noch so ein, zwei Holzfäller. Und Nahrung werde ich jetzt erstmal auf Obstgärten setzen, da die doch ziemlich billig sind. Warum geht die? Ach, ich habe kein Holz mehr, war Mist. Okay, ja. In der Mission gibt es außerdem auch noch so Löwenhöhlen. Die seht ihr hier. Und die würde ich gern fertig machen. Genau. Macht sie einfach fertig, Männer. Los geht's. Weil die mich auch hier behindern und auch ziemlich viel kaputt machen. Auf sie los! Wäre bereit! Dafür werdet ihr sterben. Hey, da kommt einer durch. So, weiter. Eins drauf. Wäre bereit. Kein Problem, Sir. Diese armen Löwen machen gerade gar nichts. Oh, da kommt aber wieder einer raus. Ist aber schon tot, glücklicherweise. So, noch ein Löwe und jetzt drauf. Wir müssen den Löwenbau kaputt machen, sonst kommen da immer wieder neue raus. Alles klar, super. Das haben wir also schon mal erledigt. Hier oben ist aber noch ein Löwenbau. Holen wir uns als nächstes. Und was noch zu sagen ist, auf der Map hier unten gibt es noch eine Station, die die Sultanine ganz leicht einnehmen kann. Und das wollen wir vielleicht noch irgendwie verhindern am besten. Das wäre super. So, wir haben bestimmt wieder ein bisschen Holz gesammelt. Jawohl, können nochmal ein paar Obstgärten an den Start bringen. So, Obst. Ja, einer geht noch. Alles klar. Oh, hier kommen die Löwen. Macht sie fertig, Männer. Tötet sie alle. Wäre bereit. Ja, und das Eisen hier würde ich mir gerne schnappen. Und zwar am besten alles. Kein Problem. Also wirklich alles. Aber das Problem ist, die Ratte greift immer von hier oben so an. Macht sie fertig, Männer. So. Und natürlich die Löwen. Ah, ja, okay, super. Da ist noch ein Löwe. Tötet ihn. Okay, super. Dann stellen wir die mal hier hin. Und das nächste, ich würde direkt einfach ein paar Bogenschützen bauen, damit wir auch gesaved sind. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ja, okay. Kein Problem. Aber wo ist denn jetzt meine Truppe? Eine Sache habe ich noch vergessen. Hier in der Mitte gibt es nämlich noch was. Hier ist so ein Außenposten quasi von eigentlich einer neutralen Einheit. Aber die greifen mich auch an nach einer Zeit, komischerweise. So, die töten wir mal ganz langsam von hier oben. Nur mit unseren Bogenschützen. So, das nächste, was wir brauchen, sind auf jeden Fall ist eine Waffenkammer natürlich. Die stellen wir mal hier außen hin so. Und natürlich die Unterkünfte. Und nicht zu vergessen, ein neues Haus. Eine Nachricht vom Schah. Heute weht die Fahne des Schahs. Jawohl, der Schah kommt auch und greift hier die Leute an. Bringt sie zu Fall. Bogenschützen. Immer schön auf die Leute. In einer Stunde werdet ihr tot sein. In einer Stunde. In einer Stunde werde ich never ever tot sein. Okay, das sieht gut aus hier. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire.
wachsen an, ja. Auch wenn wir kein Getreide bauen, ist trotzdem alles gut. So, wir machen mal hier eine kleine Verteidigung. Alles klar. Was ist mit denen? Ja, die haben es gut gemacht. So, und jetzt wollen wir auf jeden Fall... Oh, wir werden auch hier schon angegriffen von der Ratte. Aber halb so wild, nur so ein paar. Das ist auch so ein dummer Spruch. Haltet eure Sperre gerade, Männer. So, hauen wir das Ding kaputt, dass hier nicht noch mehr von den Assis spawnen. Komm, tötet den. Sehr schön. So, und jetzt diese Fackelmänner noch. So, die Sultanine ist jetzt auf dem Weg anscheinend. Deswegen brauchen wir mal mehr Bogenschützen. Okay, die Fackelmänner wurden alle abgemetzelt. Sehr schön. So, und jetzt platziere ich die mal hier oben. Na, kriegen wir noch mehr Bögen zusammen? Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bogenmacher, so wie es aussieht. Oh, okay, die Sultanine hat jetzt also hier unten das eingenommen und kriegt jetzt eine Steinlieferung. Das boostet die ganz schön auf jeden Fall. Und für uns ist das nächste Ziel, hier die Bogenschützen stellen wir hier hin und die machen hier den Weg dicht. Genau, so. Und jetzt können wir, denke ich, hier uns ein bisschen Eisen snappen. Ah, was machen die denn hier? Scheiße. Ah. Naja, da kümmert sich mal der Lord drum, würde ich sagen. So viele sind das ja nicht. Und ich will hier nicht meine ganzen Soldaten verlieren. Hab jetzt schon genug verloren gerade. Doof. Und der soll mal bitte so schnell wie möglich dieses Katapult zerstören. Okay, das nächste, was wir brauchen, Essen haben wir jetzt eigentlich genug. Gefällt mir, gefällt mir. So, Lanzenmacher wären auch noch gut. Aber gerade wo wir so ein bisschen Holz haben, ja, die sind sich noch nicht sicher, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wieso so richtig. Warum kriegen die... Ah, okay. Wir brauchen noch ein bisschen Getreide. Ja, wir sind noch der viertgrößte Lord, aber ich denke, das wird sich jetzt bald ändern. Ja, ja, Sultanine, laber nicht. Komm. So, das hier oben, der Gang ist eigentlich ziemlich... Dann machen wir mal hier eine Formation sogar. Linienformation. Sehr schön. So, und die werden jetzt... Hier dringt keiner durch. Vielleicht den nochmal hier hin und den als Ersatz. So, perfekt. Und jetzt Position halten. Sehr schön. Okay. Ansonsten Bogenschützen. Jetzt können wir natürlich die Bogenschützen vielleicht noch ein Stück weiter vorziehen hier auch, damit die auch, ja, nicht von außen irgendwie beschossen werden, unsere Leute hier. So, Getreide wird gemacht. Jetzt brauchen wir als nächstes Mühlen, aber die sind mal wieder arschteuer. Das kennt ihr ja schon. Bogenschützen, bereit machen. Oh, die Sultanine kommt schon wieder. Holen wir uns mal die restlichen Bogenschützen. Und erledigen das nochmal ansonsten mit unserem Herrscher. Das sollte ja nochmal klar gehen, der hat ja noch volles Leben. Nur zu oft darf ich das nicht machen. Und gegen die Gepanzerten hier ist eigentlich, sind die Armbrustschützen eigentlich gut, aber für die brauche ich Eisen, deswegen bin ich gerade so drauf aus, Eisen zu kriegen. Oh shit! Was ist denn los? Greift die an. Feuer, Feuer, Feuer. Bogenschützen, bereit machen. Der Feind ist... Oh Mann, wie sind die denn durchgekommen? Verdammt, da muss ich also auch noch hier ein bisschen sichern. Das wollen wir nicht, dass die hier alles kaputt schießen. Ah, das sieht gerade ganz okay aus. Ja, der eine macht hier ein bisschen Stress, aber... Ja, okay. Okay, was ist los? Ah, jetzt greifen sie die noch an, okay.
Alles okay, ja, einen Holzfäller hat er gekriegt. Aber das gibt's doch nicht. So. Okay, noch. Na, Gold, an Gold fehlt es uns echt hart im Moment. Wir könnten... Ah, Mist. Wir bräuchten nochmal ein Haus vielleicht, damit die glücklicher werden hier, ja. Sehr schön. So, endlich ist der blöde Typ tot. Der hat zwei Holzfäller geholt. Was gar nicht cool ist, aber... Ja, wir haben ja noch... Glücklicherweise. Also sperren wir das nochmal ab hier. Wie machen wir das am besten? Hier einfach ein kleines Stück Mauer würde ich gerne hinsetzen, aber dafür bräuchten wir Stein. Kommen wir auch nur sehr, sehr schwer dran. Eure Leute. Ziel anvisieren. Eine Nachricht vom Schah. Heute weht die Fahne des Schahs besonders stolz. Die entzückende Grüne. Auf mein Zeichen. Macht sie kaputt. Jeder Pfeil muss treffen. Eine Nachricht der Ratte. Sauber. Ah, dafür werdet ihr bezahlen. Sehr teuer bezahlen. Und noch einer. Sauber. Von wo? Ist die Frage. Also hier oben greifen sie noch nicht an, glücklicherweise. Da ist alles im Grünen. Ah, wieso kommen denn auch... Warum sind die Leute denn so hart unzufrieden? Wir brauchen definitiv Bäckereien. Und eine zweite Mühle. Shit, ey. Okay, machen wir mal die Bäckereien so hier in die Richtung. Das kann da nicht platziert werden. Ja, das ist voll okay. Hier sollte gar nichts passieren jetzt. Es sind so viele Bogenschützen. Nur das Ding muss schnell zerstört werden, bevor es irgendwie auf ein Gebäude von mir schießen kann. So, alles klar. Und jetzt ist der Lord. Jetzt komm, Lord. Töte ihn. Oh, der hat sogar echt noch einen Bogenschützen mitgenommen. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Und da kommen noch mehr, aber ach. Das sind echt nicht so viele. Ah, fuck. Und da kommen noch mehr von denen. Die muss ich jetzt mal abfangen, unbedingt. Oh shit. Kommt mit mir. Hallo. Boah, die scheißen einfach auf alles. So ein Mist. Ja, der Schar hilft mir. Und von unten kommt währenddessen die Sultanine. Auch nicht gerade cool. Bauern werden benötigt, Sire. Wir sind eure Leute. Nein. Vorbereiten. Lasst sie fliegen. Ah, wie ärgerlich schon wieder jetzt. Mann. Und was machen die denn überhaupt? Komm, Lord. Und was mit euch? Helft mir. Ey, Schar. Der Schar läuft eiskalt dran vorbei. Was ein Typ. Ah. Ja. Habe ich jetzt den Schar eingesperrt? Ich hoffe nicht. Den Schar, mein Herrscher meine ich natürlich. Ah, verdammt. Unsere Sehnen sind gewachst. Ihr seid der drittgrößte Lord. Das ist okay. Oh, wenn ich jetzt nur nicht hier das ganze Zeug verloren hätte. Das wäre so gut. Verdammt. Ah, die Leute sind nämlich auch zufrieden. Alles ist eigentlich echt im grünen Bereich. Bogenschützen? Bereit machen. Bogenschützen in Bewegung. Und dann könnten wir aber jetzt schon hier oben anfangen und Eisen abbauen. Das wäre halt super, aber so können wir da nicht viel machen. Eieieiei, gib mir mehr Holz. Eine Nachricht der Sultanine für die Gerechtigkeit.
Oh, ich könnte mal den Schar fragen. Vielleicht gibt der mir ja mal ein bisschen Holz. Das wäre echt mal super. Bitte gib mir mal so 75. Das nennt ihr eine Burg. Ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Ja, der Schar hat uns einfach 75 Holz gegeben. Danke, Schar. Wir brauchen Holz, mein Lord. Ja, einmal noch Holz, dann können wir wieder. Haben wir wieder die drei. Zumindest das haben wir dann mal. Okay, wir haben noch 27. Heute weht die Fahne des Schahs besonders stolz. Jetzt speichert es wieder, deswegen gibt es immer zwischendurch mal kleine Ruckler. Ja, die Bogenschützen hier oben, die halten das eigentlich alles, was von unten kommt, auf jeden Fall. Von der Seite wäre es schön, wenn der Schar ein bisschen bedächtlicher da umgehen würde. Mit. Aber macht er leider nicht. Da kommt noch so ein kleiner Trupp. Ah, die fangen wir ab. Die fangen wir einfach ab. Können wir auch dem Schar nochmal helfen hier oben. Sehr schön. Mit so vielen Bogenschützen kann man schon was ausrichten auch. Wie man sieht. So, alles klar, super. Oh, da kommen aber auch schon neue. Erstmal das Katapult wegmachen. Und jetzt noch den hier. Sauber. Ja, komm, und wir helfen dem Schar auch noch. Okay. Na los, das Einzige, was ich jetzt noch möchte, ist wirklich im Prinzip eigentlich nur noch... Ah, jetzt sind sie wieder unglücklich. Oh, oh. Was? Was ist kaputt gegangen? Achso, was von denen? Okay. Ja, alles klar, Sultanine. Nee, das Einzige, was ich jetzt noch möchte, ist das Essen hier absichern, sodass wir wirklich Brot und Äpfel haben. In unserem Kornspeicher einfach dauerhaft und auch doppelte oder dreifache Rationen sogar geben können. Und dann werde ich sofort auf die Eisenproduktion einsteigen, aber leider ist es hier wirklich eng gerade. Ich kann den Schar nochmal fragen, gibt er uns vielleicht nochmal ein bisschen Holz? Ja! Danke! Und er hat immer noch 100. Können wir nochmal nach 100 fragen? Vielleicht schickt er so uns ja. Das wäre der Hammer. Ja! Hammer, geil! Und ist er immer noch so gut drauf? Ja, relativ. Also können wir noch. Einmal noch 100, hä? Schar. 100 Holz, komm. Jawoll! Oh, der ist gerade echt spendabel. Geil. Wie unser Lager jetzt voll mit Holz ist. Das ist sehr schön. Jetzt können wir noch die zweite Mühle setzen. Zack. So, und noch ein paar Bäckereien dazu. 8 Stück brauchen wir insgesamt. Nicht genug Holz. Ah, okay, da fehlt uns jetzt noch minimal was an Holz. Das kriegen wir auch noch. Eure treuen Bogenschützen. Bogenschützen, hier wird wieder ein Angriff kommen. Also, los geht's. 39 Bogenschützen. Von wo, von... Ah, okay, die brauchen noch ewig. Wir bewegen uns. Unsere Bögen... Nee, so nicht. Auf die Welle. Könnt ihr ja gerne versuchen, hier raufzukommen. Der Feind ist auf dem Bergfried. Hier werden sie einfach nur zerschnetzelt auf dem Bergfried. So, sehr schön. Haben wir... Ja, wir haben keinen verloren, optimal. Waffen werden benötigt, Sire.